Now go move. Ja. Hier bebt's. Warum auch immer. Das muss die Zeynep sein. Die Zeyno. All full, going up. Just passed gas. Catch the next one. Relax, sir. We handle foul vapors all the time. Steht immer noch Rookie bei mir. Yes, indeed. For lunch, you said. Why leave the building, you said. It'll be quiet, you said. Oh nein, Musik fällt mir gerade auf. Right. I secretly knew our lives would be in danger and thought, hey, I'll make sure I trap Mark with me inside an elevator. Excuse us. Das ist. Stay with me, Haas. I'm sure there's more fun up ahead. Das war noch 80er Jahre Humor. Ghostbusters to the rescue. To the rescue. Oh Gott. Could be trouble. Interagieren? Achso, ich kann surfen, stimmt. Ich krieg dann, glaube ich, Energie oder sowas. Kann das sein? See what's here. Gives you the creeps, huh? Ich hab echt keine Ahnung, wohin. Ja, wo denn? Kann ich da rüber? Ups. Take a scan, would you? Ja, wenn ich da hinkäme. Ich muss vermutlich durch diese Tür. Jetzt. Warum kein Tritt? Uh-oh. No sudden movements. Why? Ist es das hier? Ich muss kurz scannen. Warte. Nein. Ja. Oh no. Ich wollte gerade. Stay with me, Haas. I'm sure there's more fun up ahead. Ja, das glaube ich auch. Das war knapp. Nicht wirklich. Ich hätte ihn voll abbekommen müssen. Uh-oh. No sudden movements. Okay, it sure got quiet all of a sudden. They're in the fence! They're in the fence! Oh god! Basket.
Ja. Hat sich gelohnt. Oh no, hat sich nicht gelohnt. Alter. Und das war's. Scheiße. Stay with me, Haas. I'm sure there's more fun up ahead. Ghostbusters to the rescue. Okay, mal sehen. Kann ich irgendwas? Super Aufladung. Ups. Oh, ich mag. Hitzekosten reduzieren und Schadensverbesserung. Oder Personenschaden. Ah, shit, ich hab nicht genug. Nee, ich warte. Ich warte und mach den Level noch 10.000 Mal. Das ist für alle sehr interessant bestimmt. Wenn ich den... No sudden movements. Kommt jetzt her. Ja. Wo bist du? Na, das wird nichts. Na, das war ja sehr, ne? Der 1926, der amerikanische Okkultist John George Homan, okay, gab ein maßstabgerechtes Modell für ein städtisches Zentrum des Bösen bei der Architekturfirma von Chandor in Auftrag, den schwarzen Flachbau von Trier. Das Modell wurde fertiggestellt, doch Homan kehrte nie zurück, um es abzuholen oder zu bezahlen. Oh no, sieht aus wie das weiß auch. Oh no. Okay. Ups. Hier wurde nicht nur ein zweiter Fermion-Absorptionsring hinzugefügt, es wurde auch umfangreiche Modifikationen am Integerfeld des Boson-Ermittlers vorgenommen. Dies führt zu einer Absorption der Nahbereichs-Bosonspartikel. Dadurch wird der Schaden durch Einschläge von Bosonpfeilen in nächster Nähe dramatisch reduziert. Dabei ist zu beachten, dass diese Z-basierten Modifikationen die Bose-Einstein-Statistik der Pfeile in keiner Weise kompromittieren. Na, das ist doch gut. Ach ja, ich liebe diesen Science-Fiction-Kram. Diesen Science-Fiction-Glaber. Good shooting. Hab ich gerade geschrien?
Ready to be a hero? Komm, mach schneller. Come in, please. It's pandemonium up here. Chunks of the building missing everywhere. You are required at the site now. So happy to be in demand, but these sugar balls have got me nailed down. I can't get past them. They're disgusting. And they're unhelpful. Did I mention there's a spectacularly beautiful lady in distress? Mm-hmm. Right there. Yeah, der rasend schöne rote Prinz. Ja, der sieht schon schick aus. Hätte er doch bloß Sachen von Gucci an, dann würde er noch besser aussehen. 1954 gemalt vom berühmten Verrückten von Den Haag. Waren die nicht Eis? Die machen doch Eis. Ramco The Groot über The Groot wurde gemunkelt, er würde sein eigenes Blut sowie das Blut von anderen benutzen, um damit seine modernistischen Meisterwerke zu schaffen. Später wurde jedoch nachgewiesen, dass sich hierbei nur um ein wildes Gerücht handelte. Und wer hat's bewiesen? Der Schweizer? Ne, vermutlich nicht. Was wäre denn das nächste? Das hier wäre das nächste Gute. Ist alles so teuer. Als wären wir im echten Leben, ey. Inflation, danke, beiden. No! Somebody help me! Easy now, miss. Just relax. No sudden movements. You're perfectly safe now. Sudden movements! Sudden movements! Duh. Check it out, kid. What a view, huh? Manhattan. I love it. Oh, yes. Skyscraper. Juhu. Well, you're just lucky to have met someone as special as me, okay? Okay. It's okay. Dr. Venkman has you. You're fine now. You didn't spill your coffee, did you, Peter? Ray, I got coffee for all of us. But the little monster spilled it. And what's the story with those things anyway? Was that a manifestation of Gozer? Yeah, probably. It just may be. Could be. Would you like to take the most direct route out of here or the scenic route to its lady's choice? There's a stairwell over here. Let's go. Ooh. Yeah, grace under pressure. I appreciate that, in a lady. Okay, Slugger, let's you and me do this quick and quiet before Tubby Soft Squeeze out there figures out what we're up to. Oh, no. Tubby Soft Squeeze has dog ears, Ray. Ja, das Wichtigste ist erstmal hochzugehen und zu wissen, was sich da abspielt. Wenn mich der gute Venkman. We go up then. To the roof. Oder dann doch in den Keller, weil ich wissen will. Gut, das hat sich auch erledigt. Weder und mal ein Artefakt. Dann kriegt hier der. Ne, ich sag's nicht mehr. Sonst krieg ich noch Ärger. Dann laufen Sie doch bitte, Mr. Raymond.
Dr. Raymond. Come on, let's go. Also. Hey, warum liegst du schon wieder? Hey, over here, a little help? Yo, a little help? Oh mein Gott. Genau deshalb wollte ich die Schmetterfalle haben. Noch jemand? Ich höre doch was. Noch jemand? Oh Gott. Wow. Ich. Hey, oh, hey, oh. Wo ist denn meine Falle? Was ist denn der? Nein, mal im Ernst, wo ist der? Oh mein Gott, ist das ein Bug? Don't you worry, lady. Irgendwo. That's the stuff. Oh Gott. Habe ich das? Ich glaube, es ist eher andersrum. Wo der ist? Ich kann nicht noch kurz, also. Oh, ich habe mehrere? What? Kann ich bitte? That's how you do it. Great job, you guys.
Free s'mores for everybody from 54th Street to 5th Avenue. Happy Thanksgiving. Hmm. Here he goes. The big evil sailor all the way to the... Oh! Not quite. Didn't make it. Hey, Ray, say three guys. Mm. The size of your finger. Knock you off the side of a 30-story building. You had to climb all the way back up to tear them apart. Mm. How old would you be at those three little dinky types? Pretty-ish. Yeah, yeah. Mm. Ja, ich gebe jetzt wieder komische Geräusche von mir wegen der Musik, weil YouTube meint, Beethoven, Bach und die anderen sind ziemlich sauer, also könnten ziemlich sauer sein. Ich mag es doch selbst nicht. Ich halte am liebsten auch die Klappe bei solchen Cutscenes, aber... Ja, kann ich machen. Musik. Alright there, Sunshine. Are you okay? You're all strapped in. We've got a good tight grip on your belt. Here he comes, the Big Daddy manifestation himself. The Big Daddy. A densely packed marshmallow. Oh boy, melt him, Chief. Give him full screen. He's right, rookie. Der mag. Insurance doesn't begin for another 89 days. More of those minis. How many can he generate? From 200,000 square feet of solid marshmallow? Aua. Boson darts should do the trick. Is that his upset look? What do you think? Yep, das war klassisch daneben. Das war Hitbox. Das ist mir noch nie passiert. Das ist so peinlich. Und das, oh mein Gott, was ist denn los mit mir? Nice. Square feet of solid marshmallow? Probably 60. Ich glaube, ich muss da drauf strahlen, während er das macht. Das könnte gut möglich sein. Ich glaube, das ist sehr gut möglich. Meine Stimme. Zehn. Boson darts should do the trick. Ja, Moment. Is that his upset look? What do you think? Ja, die Frage stellt sich, warum? Was will er eigentlich? Der sieht doch so nett aus. Komm, lass es doch.
Du merkst doch, dass es nichts bringt. No, no. Oh. You've killed my dessert. Hmm. Scoreboard reads Ghostbusters 2, Gozer the Gozerian 0. Looking like a real big leaguer out there, champ. Nice. Peter, we're in position. The trap is set. We're prepared to capture Stay Puft. Where is he? Where is he? He's that white puddle you're driving through. Timing's off by just a hair, Egon, but we're glad the trap is working again. That's right. Us once more into the breach. I guess I owe you guys my life. She's clean. How do you feel? Pretty good. Musik. Eigentlich ein ganz normaler bescheuerter Tag im Büro. Yeah, that's right. Jeder. Sie haben mich damals absolviert wie kalte Suppe. Dr. Alyssa Selwyn. Was ein Name. Peter Venkman. And that's Egon. Ray Winston and, oh no, Musik! Und den haben sie getroffen. I'm not a doctor. Obwohl, ich könnte mir... Musik! Ich raste gleich aus. Naja, gut. Wenn... In der, The Sedgwick doesn't have a 13th floor. It was pulling me like a magnet. I felt as though I was in a... In der Verarbeitung, wenn der wieder rumheult, dann kann ich vielleicht eine andere Musik drunter hauen. Ich habe gehört, Metal soll ganz nett sein. Ich würde es echt machen. Mexican, Japanese, wow, Chinese. That time you almost went 45 seconds without saying something abrasive. Want to try for abrasive? A doctor and a fiery one too. Charming. So charming. Ein feuriger Doktor. Alright. Das, ich mache hier jetzt endlich mal Schluss. Ihr habt bestimmt die Schnauze voll. Ich habe auch die Schnauze voll, mir jetzt gerade seit mehreren Minuten mir beim Labern zuzuhören. Deshalb mache ich hier jetzt Schluss. Oh, stimmt, es gibt den Tanzen. Oh no, der... Irgendeiner von denen... Hat nicht der Toaster getanzt? Ich meine, nur... Okay, mehr hat er nicht gemacht, aber schade. Ich kann sich schwören, einer von denen hat getanzt. Irgendwer hat hier doch getanzt hier. Naja gut, ich mache jetzt Schluss. Ciao. Hoffentlich guckt ihr euch auch die Folgen an. Sonst komme ich wie ein Geist. Und ihr habt bestimmt keinen Strahl. Ciao, ciao.